Was erwartet junge Ärzte hier am Klinikum? Wir sind Klinikum der Maximalversorgung, zuständig für über 2 Millionen Menschen hier aus dem ganzen Raum, für die Schwerst- und Schwerstkranken. Wir haben 1700 Betten und über 100 Intensivbetten, eine riesige Notaufnahme, die zweitgrößte von ganz Deutschland. Und was erwartet Sie hier? Nachtdienste, Wochenenddienste. Möglicherweise müssen Sie auch Weihnachten oder Neujahr arbeiten. Und Sie werden sich fragen, und so wollen Sie junge Leute gewinnen? Ja, will ich. Genauso. Weil wir arbeiten im Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Für viele Patienten. Und das ist eine Herausforderung, die allerhöchstes Verantwortungsgefühl fordert, die gepaart ist natürlich auch mit Niederlagen. Sie werden mit dem Tod konfrontiert, aber sie feiern die größten Siege, die man überhaupt feiern kann, hier auf der Erde. Sie können Menschenleben retten, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das ist jeden Einsatz wert, ich sage es Ihnen.